anderen Wettkämpfer, einen Kaioshin, trifft, erfährt er, dass der schreckliche Majin Buu kurz vor der Wiederbelebung steht. Ich freue mich so auf die Vegeta-Story, Leute. Ich freue mich so auf die Vegeta-Story. Nihihihi, Babidi. Babidi ist sein Vater, er heißt Babidi und das geschaffene Monster ist Buu. Bibidi, Babidi, Buu. Ich frage mich, ob der Kampf von Yakon drin ist. Wir haben gerade nicht mal gegen Rikum kämpfen können. Deswegen weiß ich das nicht. Aber Rikum-Kampf habe ich ein bisschen vermisst. Aber Goku kämpft eigentlich gegen Rikum. Also nicht wirklich, sondern der schaltet ihn ja nur aus. Vielleicht deswegen. Aber wäre krass. Also ich glaube nicht, dass wir gegen Yakon kämpfen. Um Buus Wiederauferstehung zu verhindern, zieht sich Son Goku vom Turnier zurück. Stattdessen folgt der Zauberer Babidi und vernichtet seine Schergen. Gohan heißt halt einfach Reis. Die Namen sind immer noch lustig, ja, übel. Ist nicht Chi-Chi irgendwie Höschen? Bra ist ja, also, ne? Offenkundig. Oh, das ist mein Lieblingscharakter oder einer meiner Lieblingscharakter. Vegeta, no! Vegeta, yes! Doch Babidi nutzt Vegetas Verlangen, Son Goku zu besiegen, um ihn einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Diese Szene einfach. Alter Schwede. Das ist wirklich intens. Babidi setzt seine Kräfte ein, um Son Goku und die anderen zurück zur Turnierarena zu schicken. Das ist schon nach Yakon. Also wir werden nicht gegen Yakon kämpfen. Es wird nicht mal erwähnt. Are we back at the tournament arena? What's wrong with you? Atomic Blast! Ohne die Zuschauer um sich herum zu beachten, feuert Vegeta eine Ki-Explosion ab. Son Goku versucht, sie mit ganzer Kraft aufzuhalten, aber... Vegeta! Vegeta, tell me it isn't true! You let Babidi's spell take control of you, didn't you? Because doing something like this would make me fight you. Hast du das M gesehen auf seiner Stirn, Rest, ne? Das ist Smudgen-Logo. Das bedeutet, er ist halt unter der Kontrolle von Babidi. Und deswegen ist er halt jetzt ultra stark. Deswegen sieht er auch so bulky aus. Vegeta sagt, ne, haben wir gerade gehabt. It's true, isn't it? Hä, pustet er nicht noch eine zweite Ding weg? Hat er nicht, schießt er nicht auf die Seite auch noch? If I hadn't gone to these links, we wouldn't be about to fight. I had one day, one measly day in which to beat you, and I wasn't going to waste it standing around on that ship. That was your reasoning? You killed countless innocents to try and repair your meaningless pride? Oh, yo, jetzt. Meaningless? What do you know of meaningless? Oh, hast du es gehört? Mm. Meaningless? What do you know of meaningless? Oh. Wir kennen doch das Lied, oder? I don't give a damn about Majin Buu. All I want is my fight with Kakarot. Here and now, I will emerge as the victor once and for all. There's no reason he ever should have bested me. He and I are both Saiyans. But I was royalty among our people. I was a prince, yet he prevailed. He even had the impudence to save my life before. And that is an indignity I cannot bear. Alter, sieht schon gut aus. Babidi, move us to some place where there's no one else around. I'll give Vegeta the fight he wants, but not here. All right then. Guess you can fight somewhere else. Pa-pa-da-pa-pa! Wir
Vegeta und Son Goku werden an einen anderen Ort gebracht. Vegeta steht jedoch weiterhin unter Babidis Kontrolle. Ja, schade. Es sind eh viele Sachen draußen, aber das ist okay. Ist nicht so schlimm. Besessenheit ermöglicht Vegetas Besessenheit von einem Sieg über Son Goku, Babidis Gedankenkontrolle abzuschütteln. Wer sich allerdings herausstellt. Genau, er hat es abgeschüttelt. So. For you to go this far, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Can't lie, I get it. This hey, chill, Alter. It'll be over soon enough when I kill you! Alter, was geht ab? Alter, was geht ab, Mann? Oh, geil. Da war der Fels dazwischen. Ging einfach daneben. I can sense radical energy back by the others. This Majin Buu creature must be really as powerful as the Supreme Kai was saying. I already told you. The only thing that matters to me is this battle. Everyone else can die for all I care. You're lying. Deep down, I know your soul is still the same, Vegeta. No. Talk, talk. Fine, let's take care of this Boo first. You wouldn't give me your best in this fight if you were too distracted. Vegeta! Hier haben wir Majin Buu. Son Goku will Vegeta und Majin Buu besiegen, aber Vegeta überrumpelt ihn und verschwindet mit der Senzu Bean. Dann riskiert er sein Leben, um Buu selbst zu besiegen. Victory. Victory for Vegeta. Farewell, Bulma. Trunks. And even you, Kakarot. Nachdem Vegeta den Finalhieb landet, wird Majin Buu sofort wiederbelebt und zerstört die Welt mit Babidi. Wie er es ohnehin vorhatte. Son Goku kommt wieder zu sich, da er Son Gohans Ki nicht spüren kann, denkt er, dass er tot ist. Jetzt muss er einen Plan aushacken, um Majin Buu zu besiegen. Er beschließt, seinem Sohn Son Gohan und Vegetas Sohn Trunks die Fusionstechnik beizubringen, die sie zu einem wilden und mächtigen Kämpfer vereint. Nachdem berichtet wurde, dass Buu die westliche Hauptstadt zerstören will, wird entschieden, dass Trunks den Drachenradar finden soll. Rettet. Um Zeit zu gewinnen, unterbricht Son Goku Majin Buu und zeigt dem Monster seine weiter erwachte Form. So, jetzt kommt der, ich will komplett dumm aussehen. Ich will dumm aussehen. Kill this guy first. Right now. Buu, hear you first time. Come on, big guy. Why is somebody as strong as you taking orders from a shrimp like Babidi? Jo, bis gleich. Nobody asked for your opinion. Komplett du. My loyal servant, and he obeys my orders. Schläfst du, Maxi?
Nee. Command, if he knows what's good for him. Jetzt super Gigi da, mal schauen wir uns die. Okay, ich hab daneben gehauen. Wann kommt denn der? Ich will komplett dumm aussehen. Moment. Ich muss die treffen. Ja, Max, ich trainiere einfach nur mit geschlossenen Augen. Nee, kann ich momentan nicht. Ich finde, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, wie die da reinfallen. Ja. Aber Super Genki-Dama ist doch eigentlich Verwandlung in Super Saiyan. Jetzt ja. See ya! Hä, warum sieht er nicht komplett dumm aus? Don't waste our time. Vegeta already tried the golden hair trick. And look what happened to him. Hold on. There's regular old Super Saiyan. Then there's a level beyond Super Saiyan. But further beyond that. Get ready to see my real strength. Jetzt da. Komm. Ich bin komplett dumm. Ja, jetzt. Let's do this all. Oh. Der Dude ohne Augenbrauen. Ist er nicht geil? Sieht aus wie Neandertaler. Already. I'm sorry this took so much longer than the others. But I haven't had as much practice with this one. Hoffentlich schreit er, wenn er die Dragon Fist macht. Ich will einen richtig gestörten Schrei hören. This is what I call Super Saiyan 3. This is what I call Super Saiyan 3. Dragon Fist. Los. Nö. Aber wenigstens sieht er komplett dumm aus. Trunks is on the move. Hopefully that means he found the Dragon Radar and is leaving West City. Ich kann ihn nicht besiegen. Nee, ein totaler Turn. Ja, sieht dumm aus. Sieht komplett dumm aus. Find's voll geil. Dreifacher Super Saiyan. Wie geil Buddha danced. Ja. Ich will komplett dumm aussehen. Tschüss. Son Goku kann genug Zeit gewinnen und kehrt per Teleportation zurück. Wird Buu nicht auch noch richtig dumm? Meinst du, sieht noch komplett dumm aus? Nee, oder meinst du, dass er dumm wird im Sinne von dumm? Also Buu ist ja dumm. Buu ist ja nicht so schlau. Majin Buu bleibt dort, tötet Babidi und holt sich seine Untergebenen. Der sieht noch dumm aus. Er kommt jetzt dann. Kommt noch. Also der sieht auch noch dumm aus, ja. Warte. Hier. Da Son Goku während des Kampfes außergewöhnlich viel Ki verbraucht hat, kann er nur noch kurz auf der Erde bleiben. Nee. Das stimmt schon. Stimmt schon. Also, kommt noch. Er setzt alles daran, Son Goten und Trunks bis zur letzten Sekunde zu trainieren. Aber leider ist für ihn die Zeit gekommen zum Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Nach Dragon Ball Z geht's mit Super weiter. Ja. Also es gibt mehrere von dieser dünnen Form mit extra großem Haarschwanz. Aber dann sieht er auf jeden Fall dumm aus. Und dann gibt es ja den kleinen auch noch, der ist auch noch heftig. Der ist so das pure Böse. Und dann gibt es ja das pure Böse auch noch. Das wird aber wahrscheinlich alles hier nicht gezeigt, aber hoffentlich. Aber leider ist für ihn die Zeit gekommen, zum Versteck zurückzukehren. Goku, I'm sorry, but it's about time we took you back to Otherworld. Das Versteck Gottes. Ist einfach dumm. Übersetzt gewesen. Right. I understand. Und der Goten hat ja, der sieht ihn ja als erste Mal. Ne? Die sind jetzt einen Tag auf der Erde und der Goten hat ihn noch nie gesehen.
What's the matter, Goten? Goten, honey. Do you want to give your dad a hug before he goes? Aw, was that all? You should have said so, son. Bring it in. Goten, you take good care of your mom for me, okay? Well, that's it, everybody. I'll see you all on the other side. Wer schneidet hier Zwiebeln? Das ist nicht sad. Jetzt ist es schade, dass der Rich Rich nicht da ist, weil jetzt wird er sich bestimmt freuen. Jetzt kommt nämlich Rich Mits Lieblingscharakter. Son Goku, der im Jenseits ins Jenseits zurückgekehrt ist, setzt Teleportation einem Son Gohan wiederzusehen, als er spürt, dass er dieser im Land der Kaios trainiert. Aus Versehen bricht Son Gohan Ryukaioshins Siegel von vor 15 Generationen und sein schlummerndes Potenzial wird freigesetzt. Achso, hast du auch so Bock auf Ultimate, Rex? Der ist so geil. Also ohne Scheiß, na, Rez, Gotenks ist eigentlich so ein geiler Charakter, aber sein Charakter ist so unglaublich, unglaublich ekelhaft. Das ist so ein Arschloch und so ein unglaublicher Volltrottel, aber er ist halt ultra stark. Und er sieht auch komplett dumm aus. Also noch nicht. Gotenks ist hier! Auf der Erde sind in der Zwischenzeit Son Goten und Trunks fusioniert, um zu Gotenks zu werden. Der Superkrieger gibt alles, um gegen Majin Buu zu kämpfen, kann ihn jedoch letztendlich nicht besiegen. Die Sache bei den Fusionen ist nämlich die, dass eigentlich ein neues Individuum dabei rauskommt. Also es ist nicht so, dass es nur diese Charaktere gemischt sind, sondern es erscheint quasi ein neues Individuum. Und dieses neue Individuum ist hier eben Gotenks und der hat einen eigenen Charakter nochmal. Der hat zwar eine Mischung aus Trunks und Goten ist und so weiter, aber irgendwie hat er doch seinen eigenen Willen und seinen eigenen Kopf und das ist immer ein bisschen problematisch, weil der hält sich halt einfach an keine Regeln. Daraufhin eilt der verstärkte Son Gohan zur Erde, um Buu zu besiegen. Der verstärkte Son Gohan, Ultimate Gohan. Son Goku verabschiedet ihn und sie aus dem Land der Kaios weiter zu. Leider hat Son Gohan Probleme gegen Buu, der stärker wurde, nachdem er Gotenks und Piccolo absorbiert hat. Ja, jetzt hatte mich Buu, Gotenks und Piccolo gesnackt. Und das ist wieder so wie bei Cell. Er ist jetzt stärker. Und da ist... Ne? Mit Ryukaioshins Lebenskraft kehrt Son Goku zurück. Er nimmt seine Potara-Ohrringe, das sind übrigens die Ohrringe, die man gerade eben bei Son Gohan gesehen hat. Oder... Die sehen so aus wie die, was man bei Son Gohan gesehen hat. Die noch mächtiger als eine Fusion sind und begibt sich zur Erde. Son Goku versucht mit Hilfe der Potara-Ohrringe mit Son Gohan zu fusionieren, aber der wird von Buu absorbiert. Die Frage aller Fragen. Vegeto oder Gogeta? Ich bin Gogeta. Achso, spielen wir auch mit Vegeto? Ich denke schon, ja. Weil ich habe vorhin auch gesehen, ich konnte mit Goten auch die Fusionen auswählen. Son Goku versucht mit Hilfe der Potara Son Gohan zu fusionieren, aber der wird von Buu absorbiert. Nun steckt Son Goku in der Klemme. Nein. Denn es gibt noch jemanden, der viel stärker ist als Gohan. Vegeta wird in der Zwischenzeit mit Hilfe von Wahrsagerin Uranai Baba auf die Erde gebracht. Son Goku bittet ihn zu fusionieren, was Vegeta jedoch ablehnt. Als Vegeta jedoch erfährt, dass Bulma getötet und Trunks absorbiert wurde, hat er einen Sinneswandel. Weil Vegeta ist ja böse. Der ist ja grundsätzlich böse und ihm ist ja alles scheißegal. Deswegen flippt er aus, als seine Frau und sein Kind getötet und absorbiert wurden. Und lässt sich darauf ein. Die Potara-Ohrringe, das ist auch wieder so eine Regel, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe, weil ich mich aber auch ehrlich gesagt nicht richtig damit beschäftigt habe. Ich glaube... Die Potaras sind normalerweise permanent, aber nur, wenn man ein Kaio ist. Deswegen gehen die beiden erst davon aus, dass die für immer vereint sein werden durch die Potara-Ringe. Aber daher, dass sie, glaube ich, keine Kaioshins sind,
trennt sich das wieder. Ich weiß es nicht ganz genau. Wenn jemand das weiß, dann bitte gerne in den Chat.